Der ÖGV Mostviertel am Stetten mit seinen über 350 Mitgliedern, seinem 20-köpfigen Team, kann auf 2 Jahrzehnte Hundeerziehung und Hundeausbildung zurückblicken. Hier verbindet ein Hobby viele Menschen. Dieser Verein kann mit Stolz behaupten, der größte Hundesportverein in ganz Bezirk Amstetten zu sein. Hier wurde in den letzten 20 Jahren über 40 Ortsgruppenprüfungen und etliche Turniere abgehalten. So ein Verein entsteht aber leider nicht über Nacht. Wir blicken jetzt 20 Jahre zurück in die Vergangenheit. Im Jahre 2002 beschloss eine kleine Truppe aus Hundesportbegeisterten, einen Verein zu gründen. Aber wisst ihr was? Das kann ich euch selber erzählen. Ja, natürlich, so wie überall, wenn ein neuer Platz entsteht, es müssen irgendwo Probleme sein. Und bei uns war es natürlich, ich habe mit 40 Jahren mir einen Rassehund zugelegt und bin natürlich dann mit dem Rassehund in eine Hundeschule gekommen. Und dort hat man halt die Ausbildung, was dort gemacht worden ist, hat man einfach nicht zugesagt. Ich habe immer überlegt, ob man das nicht anders machen konnte. Es waren teilweise für Hunde nicht einfach, weil es hat damals nur Leinenruck gegeben und eigentlich. Und die Ausbildung war für den Hund natürlich nie angenehm. Ja, ich habe mir natürlich für die Hundeschule, die ich selber angefangen habe, alleine funktioniert sowas ja nicht. Ich habe mir einige Leute gesucht, die bei dem Verein waren. Und habe es gebeten, ob es vielleicht mittun mit der neuen Hundeausbildung, mit der neuen Methode, die mir vorgeschwebt ist. Und da habe ich natürlich ein paar gefunden, die, wo wir schon am alten Hundeplatz miteinander gearbeitet haben, wo wir gesagt haben, wir wollen eigene Kicken schauen. Und so ist natürlich das stand gekommen, dass die zugesagt haben. Das war natürlich der Karl Schiermeister, der die ganze Zeit, solange da war, mein Stellvertreter immer war. Der Walter Siss, auch, der war der Kassier. Und Stellvertreter war von Kassier war die Fritzi Schiermeister und Schrittführer war der Peter Bacher, den wir vom SVÖ da bei uns mit da haben, der bei uns mit da hat. Und Schrittführer, Stellvertreter war die Hilda. Im August haben wir den ersten Ausbildungskurs gehabt und da haben wir schon 30 Kursbesucher gehabt. Das war natürlich für uns total super. Ja, und dann im September 2002 haben wir natürlich zu einem Gebrauchshund, zu einem Verein gehen müssen, zu einem Hauptverband und dann ÖKV, weil die Hilda, der Peter, die wollten starten, war große Turniere, Staatsmeisterschaften, WM-Ausscheidungen und jetzt haben wir natürlich einen Verband gebraucht. Und das ist natürlich dann nochmal nachgefragt, der österreichische Gebrauchshundesportverband, haben wir gesagt, gehen wir zu dem dazu. Das haben sie auch zulassen. Im September 2002 sind wir zum österreichischen Gebrauchshundesportverband beitreten. Natürlich im Februar 2003 haben wir Gott sei Dank einen neuen Postvertrag gekriegt mit Eckerkarl auf dem jetzigen Hundeplatz. Das war wie der uns wirklich super entgegenkommen, muss sagen, Karl, Dankeschön. Die gemeinschaftliche Zusammenhalt
was wir unter die Ausbildner gehabt haben, wo ich sage, wo wir im Jahr 2 bis 3 Wandertage gemacht haben, wo wir mit 40 bis 50 oder 30 bis 50 Hunden gegangen sind. Und wirklich keine kurzen Wandertage, da sind wir meistens 3-4 Stunden gegangen, hin und retour. Und dann im Wirtshaus eingekehrt und kein Wirt hat sich beschwert. Und die Hunde waren ruhig die ganze Mittagszeit. Das war für mich eigentlich das Schönste, dass die Hunde, die bei uns auf der Hundeschule ausgebildet worden ist, im Wirtshaus eine Ruhe gegeben haben. Die komplett ruhig und brav waren. Da hat keiner böt, keiner Wein angegangen. Und die sind unter den Tisch beieinander gegangen, zu dritt, zu viert. Das war eigentlich für mich das Produkt aus unserer Arbeit, aus der Hundeschule. Ich hoffe, dass die Ausbildner in meinem Sinn weiterarbeiten, dass sie Freude haben mit der Arbeit und dass für die Hundeführer akzeptiert wird, dass man weiß, dass diese Ausbildner nichts verdienen, alles aus Idealismus machen und sie jede Freizeit opfern, nur dass die Hunde angenehm werden in der Gesellschaft. Das ist einfach das, was ich mir wünsche, dass es trotzdem so weitergeht. Und danken natürlich, dass irgendwer den Verein übernimmt. Das weiß ich nämlich, das ist nämlich viel Arbeit. Nicht ein bisschen was. Dankeschön. Zurück ins Jahr 2022. Noch immer werden hier 6 verschiedene Hundesportarten ausgeübt. Hier ein kleiner Einblick. Kursangebote nicht geben, die Veranstaltungen nicht geben, deshalb ein großes Danke an das gesamte Team.